Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie. Sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen, jetzt! Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Ich werde dich finden.
Und damit heiße ich euch alle recht herzlich willkommen zum neuen LP von Mittelerde, Schatten des Krieges. Ja, ich hatte so leichte Schwierigkeiten. Ich hoffe, das wird jetzt besser sein. Da meine Grafikkarte nicht so wollte, wie ich das wollte. Ich muss aber leise sein. Du bist weit gekommen. Denke, dass das jetzt alles. Diese Orks machen sich für den Krieg bereit. Gut läuft. Und werde das jetzt natürlich auch mal hier durchziehen, das Ganze. Was war das? Ich hab nichts gehört. Du bist nur nervös. Ja, berühmte letzte Worte. Wir müssen sie bezwingen. Gesehen hat er mich nicht. Alles klar. Wir müssen hier ganz vorsichtig. Die Dialoge sind schon ziemlich cool. Warum auch immer er da nicht loslaufen will. Und das ist dann wohl etwas schief gegangen. Aber wir wollen uns natürlich nicht verhauen lassen. Hier steht fest. Ich muss sagen, okay, es lässt sich so wirklich spielen wie Batman Arkham. Oder einer der Arkham-Teile, sag ich mal so. Ich hatte, glaube ich, einen davon. Und das hat sich auch ungefähr so spielen lassen, dass der so hin und her switcht. Und Assassin's Creed ist ja auch so ein bisschen mit dabei. Was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht, bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür erhält. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu lassen. Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kankra
Und ich halte mich an mein Wort. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Talia! Nein! Hier hast du ihn. Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Du hast uns verdammt, Talion. Ihre Macht war bereits groß, aber nun besitzt sie auch noch die meine. Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Danke! Der Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss beschützt werden. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Aber... Die Belagerung von Minas Ithil. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Könnt noch mal treffen. Und da kommen die zwei. Und zack, zack. Volltreffer. Mittelerde, Schatten des Krieges. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Ist eine gute Entscheidung. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn.
Wir verschwenden unsere Zeit hier unten. Worauf warten wir noch? Planier, Palantir. Was weiß ich schon von Sehenden? Es ist schwach. Was war das denn noch? Wer führt die Suche nach dem Palantir? So, das sind Saurons Hauptmänner, die Anführer der Belagerung. Das Verhör von Würmern gewährt dir Informationen. Drücke A, um Informationen über diesen Hauptmann zu erhalten. Durch Informationen über Hauptmänner erfährst du ihre Schwächen, wodurch du ihre Schwachpunkte ausnutzen und mit der Macht des Geistes ihre Ängste verstärken kannst. Dieser Hauptmann ist ein Kommandant, was bedeutet, dass er immer von ein paar Fußsoldaten umgeben ist. Drücke A, um zu markieren deines Ziels. Und da platzt ihm der Kopf. Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Schleichen, ganz leise schleichen. Pinkelt er da gerade hin? Ernsthaft. Wildpinkeln ist verboten, mein Freund. Solltest du wissen. Ups. Sie verteidigen die Mittelstadt mit aller Kraft. Es spielt keine Rolle. Bei unserem finalen Angriff fallen sie wie alle Menschen. Halt! Zack, und die nächsten Infos. Ich würde sagen, naja, wir nehmen halt mal den da. Neue Informationen erhalten. Anfällig gegenüber berittenen Bestien. Alles klar. Und da platzt ihm auch wieder der Schädel. Jetzt sitzen wir in der letzten Reihe fest, statt an der Front zu sein. Alle haben gelacht. Es war es wert, diesen Narren lächerlich zu machen. Nicht für mich. Ich bin nicht hermarschiert, um keine Menschen zu töten. Keine Sorge. Es wird noch genügend Menschen kommen zu töten. Die Dialoge sind echt klasse. Ich bin nicht hergekommen, damit ich keine Menschen töte. Was war das? Voll auf ihn zugerannt und abgestochen. Alles klar. Und der nächste kann dran glauben. Informationen aufdecken. Wen haben wir denn da? Scan. Kann durch den Einsatz von Feuer auf der Stelle getötet werden. Na, sehr schick. Ich würde sagen, wenn wir schon mal dabei sind. Ich wollte eigentlich nicht. So weit hoch. Ich wollte eigentlich den da. Wenn ich meine Augen schließe, denke ich gern an all die Menschenschreie, die ich hier gehört habe. Gemeuchelt, dann schlaf. Zack und aus. Das schreit nach Blutrache. Und tschüss. Wir zermalmen die Bleichhäute. Und der nächste down. Damit hätten wir das Gebiet gesäubert. Und jetzt kommt der lustige Teil. Ich glaube, da sollte ich vielleicht mal auf die Tastatur wechseln. Warum wissen diese stinkenden Bleichhäute nie, was sie geschlagen sind? Die Verteidiger der Ordnung. Weil. Erbärmlich. Wir haben sie hingerichtet, als wären sie kaputt. Ich mit der Tastatur nämlich schneller zielen kann. Und wir kriegen jetzt sowieso unseren Bogen. Das ist der Grabwandler! Ich dachte, er sei tot! Ist er auch! Talion, der Bogen.
So, was haben wir denn da? Halte rechts gedrückt, um mit dem Bogen zu zielen. Halte links gedrückt, um deinen Schuss für enormen Schaden aufzuladen. Lasse links zum Schießen los. Kopftreffer mit aufgeladenen Schüssen haben verheerende Auswirkungen. Okay, halte. Also, geht doch. Für die Gondoraner sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besäßen, könnten wir das Blatt wenden. Die unterhalten sich in mentaler Sprache. Das ist, oder über mentale Weise. So, dann wird er hier ja wieder. Wir müssen ihre Hauptmänner ins Visier nehmen. Halte A gedrückt, um zu sprinten. Ja, ist klar. Wobei ich aber trotzdem gerne so den einen oder anderen Pfeil noch mitnehmen wollen würde. Zack. Ah. Das mit der Kameraführung ist mir eigentlich auch noch so ein bisschen zu schnell, muss ich sagen, aber... Er ist nah. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Gut. Man muss irgendwie damit klarkommen, glaube ich. So, dann werden wir uns mal krallen. Und hier ist der Assassin's Creed-Teil übrigens. Alles klar, formiert euch! Eure Mission ist es, den sehenden Stein zu finden. Er ist blau, er ist rund, er gehört uns. Er ist ein mächtiges Artefakt, Jungs. Bringt ihn mir, aber fasst ihn nicht an, wenn euch euer Hirn lieb ist. So, wie war das jetzt nochmal mit dem Typen? Gut. Benommen durch Schleichen. Okay, aber töten können wir ihn dadurch nicht, was ein bisschen schade ist. Jede Bleichau, die ich finde, wandert in den Käfig. So, jetzt komme ich da natürlich nicht rein. Mehr Truppen treffen zur Belagerung ein. Die Stadt ist sicher bereits umzingelt. Hast du das gehört? Hast du dich verirrt? Minas Ithil gibt es nicht mehr. Dies ist Minas Morgul. Und Minas Morgul verschlingt Menschen. Das glaube ich nicht, mein Freund. Ah, Verbündete! Ah, zu spät reagiert. Ah, zu spät reagiert. Ah, verdammt. Unser Schnucki könnte ja mal ein bisschen mehr helfen. Und dann ist er aber auch schon down. So, und tot.
Durch das Besiegen von Hauptmännern kann Celebrimbor mächtige Ausrüstung schmieden. Du kannst deine Ausrüstung im Inventar verwalten. So, dann wollen wir doch mal reingucken. Mit Ausrüstung kannst du deinen Einfluss erhöhen und deine Fähigkeiten verstärken. Siege gegen mächtige Hauptmänner bringe dir... Siege gegen mächtigere Hauptmänner bringen dir auch hochwertige Ausrüstung ein. So ist richtig. Drücke A, damit deine neue Ausrüstung angezeigt wird. Okay, wir haben ein Stufe 5... Ja, ein Stufe 5 Schwert gekriegt. Das legen wir natürlich an. Und damit hätten wir dann auch den neuen Teil für uns beansprucht. Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Minas Ithil steht noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idri. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Und er bleibt halt einfach stehen. Alter, wie schnell rennt die Tussi? Das ist ja nicht dein Ernst. Da kommen wir noch niemals hinterher. Wir dachten, wir wären tot. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Du bist mir. Au, blöder Sau. Zack. Und Kopf ab. Und der platzt auch. Na, 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 Freundchen, so schnell nicht. Braucht unsere Hilfe, wir können die nicht zurücklassen. Blockiert das Tor, sie dürfen es nicht schließen. Wo rennst du denn jetzt schon wieder hin? Oh, mach doch nicht so schnell. Es ist wie in Kankras Vision. Wenn Saurons Armee den Palantir erlangen, wird ganz Mittelerde dasselbe Schicksal ereilen. Es ist gekommen, um zu sterben. Es sieht nicht gut aus. Das tut es schon seit Wochen nicht. Das Mädchen ist ganz schön fix unterwegs, so. Aber wenigstens bleibt sie mal wieder stehen. Na komm.